läuft das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder. Hallo und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Schönen guten Abend. Es wird gesucht, die Antwort auf den Anschlag von Solingen, bei dem mutmaßlich ein Syrer, dessen Abschiebung gescheitert war, 3 Menschen tötete und 8 weitere verletzte. Antworten auf das Warum und wie weiter. Ampel und Opposition, Bund und Länder wollten heute zusammen Antworten finden. Ob und wie das gelungen ist, gucken wir uns gleich an. Dass Antworten dringend erwartet werden, zeigt auch der Deutsche Landkreistag heute mit seiner Forderung nach einer grundlegend anderen Migrationspolitik, einschließlich eines nationalen Aufnahmestopps als mögliches Mittel. Forderungen, wie sie gerade vielerorts so oder ähnlich ziemlich deutlich formuliert werden. Caroline Wissing. Sozialarbeiter Thomas Werner Dicke kennt sie alle. 200 Menschen aus 30 Nationen leben hier in Häusern und Containern. Nur eine der geflüchteten Unterkünfte in der Kleinstadt Loma. Es ist eng. Das hier ist eins der größeren Zimmer. 2 Männer auf 13 Quadratmetern, Standard. Manchmal müssen sie 7-köpfige Familien in 2 Zimmern unterbringen. Anders gehe es nicht. Also teilweise sind noch Leute aus der ersten Welle hier, ersten großen Welle, die seit ein paar Jahren hier schon leben und hier nicht wegkommen, weil entweder der Aufenthaltsstatus nicht richtig geklärt ist, weil es keinen Wohnraum gibt außerhalb. Und es kommt immer noch eine Welle von Neuzuweisungen. Habibe Gara lebt in dieser Unterkunft mit Mann und 3 Kindern seit 11 Jahren, seit sie aus dem Kosovo nach Deutschland kamen. Sie sind anerkannte Flüchtlinge, brauchen eigentlich keine Unterstützung mehr, aber kommen hier nicht weg. Ich arbeite Kindergarten, mein Mann arbeitet in der Küche, aber geht nicht, ich kriege keine Wohnung. Der Wohnungsmarkt ist angespannt. Loma hat rund 30.000 Einwohner, liegt im Speckgürtel von Köln. Doch nicht nur mit Blick auf die Unterbringung, sagt Bürgermeisterin Claudia Villa mittlerweile, Loma ist am Limit. Es müssen Wege gefunden werden, die Einwanderung zu begrenzen und vor allen Dingen die Einwanderung in die Kommunen. Es dürfen nicht mehr die Menschen, die hier kein Asylrecht haben, in den Kommunen ankommen. Denn auch finanziell sei die Versorgung und Integration schwierig. Gelder, die an anderer Stelle fehlen. Für das Geld könnten wir einen Schulanbau zum Teil finanzieren. Wir könnten eine Straße sanieren. Und da merke ich, dass die Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger, auch der, die liberal, tolerant sind, langsam dann auch kippt. Zurück in der Unterkunft. Schlimme Schicksalsgeschichten hört Thomas Werner Dicke täglich. Doch nicht jeder hier habe tatsächlich Anspruch zu bleiben. Es wird aber nicht genug geprüft. Die Ausländerbehörden sind völlig überfordert. Es geht alles nicht schnell genug. Ne? Ich habe Leute hier, die sind seit 5 Jahren mit einer Duldung unterwegs, ja, und hängen hier in der Schwebe. So geht es auch Sarikula Hassan, Zahnarzt aus Afghanistan. Er weiß nicht, ob er Asyl bekommen wird in Deutschland. I don't know. Ich weiß nicht, wo es für mich hingeht. Warum warte ich 2 Jahre? Ich bin ein erfahrener Arzt. Seine Abschlüsse hat er alle dabei. Er würde gern arbeiten, ausziehen, auf eigenen Beinen stehen. Doch er hängt fest im zähen Asylverfahren. Nicht nur für ihn, auch für Loma eine Belastung. Die Probleme in Loma und anderswo sind klar, nur kann die Politik sie lösen. Zu diesem Zweck sind sie heute in Berlin zusammengekommen. Vertreter der Bundesregierung, der Opposition, der Länder. Klang erstmal ziemlich groß, dass man allerdings bewusst nicht von einem Migrationsgipfel, sondern deutlich zurückhaltender lieber von einem Arbeitstreffen sprach, ließ zumindest einige befürchten, dass es mit den schnellen gemeinsamen Lösungen eher schwierig werden dürfte, obwohl die doch manchmal scheinbar so einfach sind. Frank Jahn. Abschiebung nach Afghanistan. Am vergangenen Freitag werden afghanische Straftäter vom Airport Leipzig-Halle nach Kabul ausgeflogen. Geht doch, will die Ampel wohl zeigen, nach dem Messerattentat von Solingen. Und es geht weiter beim Thema Asyl, soll das Treffen im Innenministerium in Berlin wohl signalisieren. Die Regierung lotet weitere Maßnahmen aus, mit der Union und den Ländern, die etwa für Abschiebungen zuständig sind. Um konkrete Beschlüsse geht es noch nicht, aber das Gespräch sei konstruktiv gewesen, sagt die Innenministerin danach. Es war eine sehr gute Atmosphäre, eine sehr offene und niemand hat sich irgendeinem Weg versperrt. Wir haben das gemeinsame Ziel, irreguläre Migration zu begrenzen und insbesondere auch die Kommunen zu entlasten.
Ausgangspunkt für die Ampel ist ihr vergangene Woche vorgestelltes Asyl- und Sicherheitspaket. Das sieht Messerverbote vor, Leistungskürzungen für ausreisepflichtige Asylbewerber und mehr Ausweisungsgründe. Mehr Abschiebungen ja, aber die Union fordert noch mehr. Sie will, dass weniger Schutzsuchende überhaupt ins Land kommen. Beim Gespräch in Berlin ist CDU-Chef Merz nicht dabei. Er besucht das Islamkolleg in Osnabrück und gibt von dort für die Union den Ton vor. Der irreguläre Zuzug der Migranten, denn das ist das eigentliche Problem und das muss die Bundesregierung heute bereit sein, mit uns nicht nur zu besprechen, sondern zu lösen. Dauerhafte Grenzkontrollen wollen Union und unionsgeführte Länder. Ihre Unterhändler loben das Gespräch, beharren aber auch danach auf konsequenten Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Nämlich für den Fall, dass jemand aus einem anderen EU-Mitgliedstaat kommt und dort entweder einen Asylantrag bereits gestellt hat oder ihn jedenfalls hätte stellen können. Das ist für uns notwendig. Wir brauchen nicht irgendwelche Gesprächszirkel, sondern wir brauchen konkrete Ergebnisse. Und da ist weiterhin die Ampel, da ist weiterhin die Bundesregierung am Zug. In den Ampelparteien gibt es da rechtliche Bedenken, vor allem bei den Grünen. Dennoch, die Regierungsseite sagt schnelle interne Beratung und juristische Prüfung zu. Nächste Woche müsse man vorankommen, verlangt die Union und fordert eine Wende in der Asylpolitik, um die Zuwanderung nach Deutschland zu begrenzen. Wenn in Deutschland ein Job irgendwo sicher ist, dann bei Volkswagen. Ein echt bewährtes Versprechen, so unkaputtbar wie einst der gute alte Golf. Seit Jahrzehnten bietet Europas größter Autobauer Beschäftigungsgarantie. Bis jetzt. Milliarden müssen eingespart werden und das geht womöglich nicht mehr ohne betriebsbedingte Kündigung oder sogar Werkschließungen. Eine Nachricht, die bei den etwa 120.000 Beschäftigten in Deutschland ungekannte Unsicherheit auslöst. In Osnabrück fürchten sie, dass ihr Werk das erste sein könnte, das demnächst komplett dicht macht. Ein Gedanken, den sie ganz schnell ausbremsen wollen, bevor er Realität wird. Hilke Jansen. Schichtwechsel im VW-Werk Osnabrück. Gerüchte über mögliche Einschnitte sind sie hier seit Jahren gewohnt. Mit gut 2000 Mitarbeitern gehört das Verbrennerwerk zu den kleineren in Deutschland. Ein Mann da, der arbeitet seit 50 Jahren hier, er sagt zu mir immer dasselbe. Bis jetzt haben die nicht geschlossen. Also brauchst du dir keine Sorgen machen. Ist nun mal halt das kleinste Standort und man denkt eigentlich logisch, kleine Standort, mache ich zu. Wenn die Zahlen passen, die Qualität passt. Also war zuversichtlich auf jeden Fall. Doch die Zahlen passen vielerorts nicht mehr. Der Konkurrenzdruck steigt. Viele Werke sind zu schwach ausgelastet. Auch dadurch sind die Kosten zu hoch. Elektroautos verkaufen sich zu schlecht. Dass Werke geschlossen werden müssen, werde aber nicht passieren, so die Kampfansage der IG Metall. Standortschließungen und Massenentlassungen gehören auch zukünftig nicht in den Werkzeugkasten, der dem Management zur Verfügung steht, sondern das Management ist aufgefordert, die Fehlentscheidungen der vergangenen Jahre nach vorne zu korrigieren und jetzt endlich dafür zu sorgen, dass es eine Modellpolitik gibt, die attraktiv ist für Kundinnen und Kunden. Eine wichtige Rolle hat jetzt das Land Niedersachsen. Es ist an VW beteiligt. Der Ministerpräsident hat im Aufsichtsrat wichtige Mitspracherechte. Und damit eine schwierige Doppelrolle. Einerseits will er die Werke retten, andererseits sieht er auch den Handlungsdruck. Ein Unternehmen kann nur dann Erfolg haben und ein Unternehmen kann auch dann nur in den Regionen wirklich ein relevanter Faktor sein, wenn es wettbewerbsfähig ist. Und deswegen die Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen, die muss garantiert sein. Auch im VW-Werk in Zwickau ist die Verunsicherung heute groß. Und das, obwohl das Elektroautowerk lange als Zukunftsfabrik galt. Das gab es noch nie und ich habe damit gar nicht gerechnet. Und das ist ein Schock. Und ich glaube, das geht jedem Mitarbeiter hier so, dass das ein Schock ist. Man hat Angst um seinen Job. Man hat Angst, wie geht's weiter? Kommt man morgen überhaupt noch auf Arbeit? Anfang des Jahres hatte die Bundesregierung die Förderung für Elektroautos unvermittelt gestoppt. Das hat die Produktion hier hart getroffen. Deshalb fordert der Betriebsrat für Sachsen jetzt neue Unterstützung durch die Politik. Das ist ein Punkt Ladestrompreis auf 10 Cent. Wir brauchen eine Forderung, vielleicht für einen gewissen Zeitraum Entfalter Mehrwertsteuer auf diese Elektrofahrzeuge und. Also da gibt es Vorschläge an der Politik. Bundeswirtschaftsminister Habeck kündigt heute an, dass weitere Steuererleichterungen für E-Autos vorbereitet werden.
Ich spreche mit Helena Wispert, Expertin für Automobilwirtschaft von der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften in Wolfsburg. Guten Abend, Frau Wispert. Guten Abend. Wir haben es gerade gehört. Wirtschaftsminister Habeck lässt verlauten, dass für E-Autos Steuererleichterungen kommen sollen. Könnten die das Problem bei VW jetzt lösen und Werksschließungen verhindern? Also das ganze Problem kann dadurch nicht gelöst werden, aber es kann auf jeden Fall dazu beitragen, dass die Elektroautos wieder an Fahrt aufnehmen in Deutschland. Seitdem die Umweltprämie im vergangenen Jahr ausgelaufen ist, sind die Absatzzahlen sehr stark eingebrochen und Automobilhersteller wie Volkswagen mussten sehr stark in Herstelleraktionen gehen, mussten sehr stark Rabatte gewähren, um eben das aufzufangen. Und das ist natürlich sinnvoll, da jetzt eben auch wieder von Seiten der Politik den Hochlauf der Elektromobilität zu unterstützen. Aber so sinnvoll und hilfreich, dass Werksschließungen tatsächlich in diesem konkreten Fall bei VW verhindert werden könnten? Die Situation bei Volkswagen ist leider brisanter, weil Volkswagen hat ja schon im letzten Jahr ein großes Sparprogramm aufgelegt. Die Absatzzahlen und auch die Finanzzahlen zum Halbjahr diesen Jahres haben gezeigt, das hat nicht gereicht, weil Volkswagen steht auch vor der Mammutaufgabe, Milliardeninvestitionen in Zukunftstechnologien zu investieren. Und da reicht es eben nicht aus, die Elektroautos mehr zu verkaufen, sondern da muss sehr stark Kosten eingespart werden. Und da greift Volkswagen dann wahrscheinlich auch zu diesen drastischen Maßnahmen. Ein echter Machtfaktor ist der Aufsichtsrat, in dem Landespolitik zusammen mit Arbeitnehmervertretern über eine Mehrheit verfügen. Könnte der Konzern überhaupt gegen deren Widerstand Werke schließen? Also die Gemengelage ist jetzt so schwierig, dass wirklich da auch ein gewisser Konsens erreicht werden muss. Und der muss eben auch zeitnah erreicht werden, weil Volkswagen jetzt mitten in der Krise steckt. Volkswagen ist als großer Automobilhersteller in einem sehr preissensiblen Marktsegment unterwegs, ist da unter großen Konkurrenzdruck geraten und kann eben diesen Made-in-Germany-Preisaufschlag jetzt nicht mehr durchsetzen am Markt. Und da gilt es jetzt, Überkapazitäten abzubauen und sich eben auch dann mit der Gewerkschaft, mit dem Land Niedersachsen zu einigen, was da möglich ist. Aber es muss schnell ein Kompromiss gefunden werden. Zu den Gründen für die Krise. Wie viel Verantwortung trägt VW dann selbst durch unternehmerische Entscheidungen oder auch Fehlentscheidungen? Volkswagen hat es bisher eben nicht geschafft, die Kosten runterzubekommen, die Produktionskosten insbesondere für die Elektroautos zu drücken und damit eben dann auch die preisgünstigen Modelle dann anzubieten. Da ist eben in der Vergangenheit nicht genug geschehen und jetzt stehen eben auch diese großen Investitionen an. Also da steht Volkswagen noch vor einer großen Aufgabe und das muss eben in den nächsten Jahren kommen. Gerade steht der ehemalige VW-Chef Winterkorn erstmals vor Gericht wegen des Dieselskandals, der jetzt 9 Jahre zurückliegt. Wie sehr hängt der VW finanziell noch nach? Also Volkswagen ist ja sehr geprägt worden von Martin Winterkorn und zum Teil diese Strukturen, diese Entscheidungswege sind bei Volkswagen sehr lang. Das ist eben ja sehr gewachsen und Martin Winterkorn hat Volkswagen da sehr stark beeinflusst, auch in der hierarchischen Unternehmensführung. Und diese alten Zöpfe, die müssen jetzt auch wirklich abgeschnitten werden und im Unternehmen muss eben auch schneller reagiert werden auf diese ja wirklich Herausforderungen, die jetzt gerade auch Volkswagen da gerade einprasseln vom Markt. Also ich lese heraus aus Ihren Aussagen, Sie glauben, Werksschließungen sind eigentlich nicht zu verhindern. Frage in die Zukunft gerichtet, was muss dann passieren, damit VW die Wende zurück in die Erfolgsspur grundsätzlich schafft? Volkswagen hat eine Strategie, hat einen großen Plan eben auch Richtung Aufbau von Batteriezellfertigung auch hier in Deutschland und auch um die Kompetenzen in der Digitalisierung zu erhöhen. Und diese Pläne müssen jetzt umgesetzt werden und dürfen nicht einem Sparprogramm da hinten runterfallen, weil ansonsten wäre es eben schwierig, diese Wettbewerbsfähigkeit von Volkswagen noch in die Zukunft zu tragen. Also ein hoher Preis für die Zukunft. Helena Wispert, Expertin für Automobilwirtschaft von der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg. Vielen Dank. Gerne. Und das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Zu den möglichen Kündigungen und Werksschließungen bei Volkswagen hat Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk folgende Meinung. Jetzt lässt es sich nicht mehr wegdiskutieren. Die Krise der Automobilindustrie hat mit Volkswagen den größten deutschen Hersteller mit voller Wucht erreicht.
Ursachen gibt es viele und Verantwortliche auch. Die Politik drückt seit Jahren mit Gewalt das Elektroauto in den Markt, obwohl sich viele Menschen in Deutschland diese teuren Fahrzeuge nicht leisten können. Der frühere VW-Vorstandsvorsitzende Herbert Diess ist dem gefolgt und hat früh auf Batterieautos gesetzt. Dabei war absehbar, dass Volkswagen als Massenhersteller mit wenig Erfahrung bei Elektroautos damit Probleme bekommen würde. Die eigene Softwareentwicklung geriet zum Desaster. Eine eigene Batterieproduktion gab es nicht. Es fehlte bei VW einfach an den Rahmenbedingungen, um Elektroautos in Deutschland kostengünstig bauen zu können. Die VW-Krise sagt auch viel über den Standort Deutschland. Der ist für große Industrieunternehmen längst nicht mehr wettbewerbsfähig. Die Bundesregierung hat einen sündhaft teuren Umbau der Energieversorgung ohne Rücksicht auf Verluste durchgedrückt und muss sich jetzt nicht wundern, wenn Volkswagen den Wettbewerbsnachteil beim Strompreis gegenüber China und anderen Ländern nicht mehr ausgleichen kann. Kritiker nennen VW nicht zu Unrecht Gewerkschaft mit nachgelagerter Automobilproduktion. Die starke Stellung des Betriebsrats hat bei Volkswagen viele wichtige Umstrukturierungen verzögert oder verhindert. Und was ich mir seit Jahren dringend wünsche, VW besinnt sich auf das Markenversprechen, das es im Namen trägt und bringt endlich mal wieder einen tatsächlichen Volkswagen heraus. Ein bezahlbares Auto, das sich auch der Bürger mit wenig Geld im Portemonnaie leisten kann. Ob mit Elektroantrieb oder modernem Verbrenner. Kunden für solche Fahrzeuge, da bin ich ganz sicher, gäbe es reichlich. Die Meinung von Thomas Berbner vom Norddeutschen Rundfunk. Der ukrainische Präsident persönlich meldete heute einen der schwersten Angriffe Russlands seit Beginn des Krieges und den wohl verheerendsten in diesem Jahr. Selenskyj beklagte Dutzende Todesopfer und Hunderte Verletzte nach Raketeneinschlägen in der zentralukrainischen Stadt Poltawa. Nach ukrainischen Angaben am Abend gibt es etwa 50 Tote und mindestens 200 Verwundete. Auch jetzt zu später Stunde versuchen Helfer, Menschen aus den Trümmern zu bergen. Birgit Pfirnig. Bereits im Juni war Poltawa mehrmals angegriffen worden, aber nicht mit solch verheerenden Folgen. Es ist kurz nach 9 Uhr heute Morgen, als zwei Explosionen die Stadt erschüttern. Diese Bilder von Telegram-Kanälen sollen den Anschlagsort kurz nach dem Angriff zeigen. Getroffen wird dabei eine Bildungseinrichtung des ukrainischen Militärs und ein Krankenhaus. Einwohner beschreiben, dass sie kaum Zeit hatten, sich in Sicherheit zu bringen. Eine Minute nachdem der Alarm losging, hörten wir zwei Explosionen. Alle Fenster waren kaputt, bei uns und bei den Nachbarn. Wir haben keinen Schutzkeller und es hätte auch viel zu lange gedauert, dahin zu rennen. Alle Fenster um uns herum sind zerbrochen. Ich konnte gerade noch meine Schwester warnen, dann schlug die Rakete auch schon ein. Ich kriege jetzt noch Gänsehaut. Noch immer suchen die Einsatzkräfte nach Überlebenden. Nachdem die Zahl der Verletzten im Laufe des Tages steigt, werden die Einwohner der Stadt dazu aufgerufen, Blut zu spenden, um die Verletzten behandeln zu können. Alle Operationssäle sind belegt. Alle unsere Ärzteteams, alle Anästhesisten sind damit beschäftigt, Menschenleben zu retten. Es sind schwere Brandverletzungen, Knochenbrüche, Verletzungen durch Schrapnell. Russland müsse zur Verantwortung gezogen werden, so Präsident Selenskyj. Wir fordern alle in der Welt auf, die in der Lage sind, diesen Terror zu stoppen. Flugabwehrsysteme und dazugehörige Raketen zu liefern und sie nicht in Lagerhäusern zu lassen. Angriffe mit Langstreckenraketen wären jetzt angebracht und nicht irgendwann in der Zukunft. Jeder Tag später bedeutet, dass hier Menschenleben verloren werden. Und Selenskyj wiederholt auch noch einmal seine Forderung, dass sein Land Ziele in Russland angreifen dürfe, und zwar mit den Waffen, die der Westen geliefert habe. Und damit zu Birgit Pfirnig in Kiew. Birgit, der ukrainische Präsident wird ja nicht müde, von den Verbündeten mehr Unterstützung für seine Luftabwehr zu fordern. Wie sieht es denn da aus? Ja, es scheint, dass die Verbündeten diesem Flehen nachkommen werden. Deutschland, das hören wir, wird in Kürze weitere Flugabwehrsysteme vom Typ Iris-T liefern, schon sehr bald. Das jedenfalls berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Sicherheitskräfte.
Kreise. Das ist sozusagen schon einmal ein erster Schritt. Aber Präsident Zelensky hat heute auch noch mal deutlich gemacht, wie wichtig es wäre, für die ukrainischen Streitkräfte militärische Ziele im russischen Staatsgebiet zerstören zu können, also Militärflughäfen beispielsweise, um die Logistik der russischen Armee zu zerstören, die eben ständig diese Angriffe auf ukrainische Städte fliegen. Ja, in den letzten Tagen mehren sich ja Berichte, dass russische Truppen an verschiedenen Orten in der Ostukraine weiter vorrücken. Die ukrainische Offensive in Russland scheint da nicht die erhoffte Entlastung gebracht zu haben, oder? Ja, genau so ist das. Also der Druck ist extrem hoch. Es fällt den Ukrainern zunehmend schwer, ihre Stellungen zu halten. Was wir hören, ist, dass in den letzten Tagen, seitdem ich beispielsweise in Pokrovsk war, direkt an der Front, also das ist die wichtigste Stadt im Augenblick, die verteidigt wird, dass die russischen Truppen dort weitere 2 Kilometer herangerückt sind. Und das ist sehr viel. Also mittlerweile bis auf 8 Kilometer an den Außengrenzen dieser Stadt sind. Das bedeutet für die Ukraine, dass sie eben hier diese Stellung, vielleicht bald diese Stadt bald nicht mehr halten kann. Und die Stadt ist insofern wichtig. Ihr Hauptbahnhof gilt eben auch als sozusagen als Logistikstützpunkt der ukrainischen Armee. Dort wird sozusagen die gesamte Front der ukrainischen Streitkräfte versorgt. Und wenn diese Stadt dann fällt, dann wäre das tragisch und hätte schwerwiegende Folgen für die ukrainische Armee. Birgit Firnich in Kiew. Vielen Dank. Danke. Gerne. So, und mehr Nachrichten vom Tage. Jetzt mit dir, Thorsten. Die Mongolei hat den russischen Präsidenten Putin mit allen Ehren empfangen, trotz eines gegen ihn ausgestellten Haftbefehls. Laut Internationalem Strafgerichtshof ist Putin für mutmaßliche Kriegsverbrechen in der Ukraine verantwortlich. Die Mongolei wäre demnach rechtlich verpflichtet, den russischen Präsidenten festzunehmen. Sie erkennt das Gericht in Den Haag an. Der mongolische Präsident bemüht sich jedoch um gute Beziehungen zu Moskau. Sein Land ist wirtschaftlich abhängig vom Nachbarn im Norden. Im Ärmelkanal zwischen Frankreich und Großbritannien sind bei einem Bootsunglück mindestens 12 Migranten ums Leben gekommen. Laut französischen Behörden kenterte das Flüchtlingsboot auf dem Weg zur englischen Küste. Zahlreiche Schiffe und Hubschrauber wurden zum Unglücksort geschickt. Mehr als 50 Menschen konnten gerettet werden. Die Route über den Ärmelkanal ist besonders gefährlich, auch weil sie von vielen großen Schiffen befahren wird. 2 Tage nach der Wahl in Thüringen haben sich die Fraktionen im Landtag in Erfurt getroffen. Die CDU, zweite bei der Wahl, plant erste Gespräche mit dem BSW und der SPD, obwohl ein solches Dreierbündnis keine Mehrheit hätte. Auch die AfD als stärkste Kraft will Koalitionspartner finden. Das BSW lehnte ein Gesprächsangebot ab. Die größte Förderbank der Welt, die deutsche KfW, warnte in einer Studie vor einem großen Wohlstandsverlust. In nahezu allen Bereichen digitaler Technologien hinke Deutschland anderen Ländern weit hinterher. Mehr dazu von Markus Gürne. Ob Forschung, Investitionen oder bei Patenten, in all diesen Bereichen war Deutschland einst top, fällt aber gerade immer weiter zurück, hinter Länder wie China, USA und Japan. So sei Japan Spitzenreiter bei den Patentanmeldungen im Bereich der digitalen Transformation noch vor den USA. Deutschland stehe noch an dritter Stelle. Um aber zu den Spitzenreitern aufzuschließen, müsste man hier deutlich mehr in IT und Digitalisierung investieren. Bis zu 180 Milliarden Euro pro Jahr wären nötig, so die Autoren der Studie. Dabei käme der Autoindustrie eine Schlüsselrolle zu, denn sie habe Deutschland bisher bei Robotik und der Entwicklung im Bereich autonomes Fahren international weit nach vorne gebracht. Bei den Paralympics konnte sich das deutsche Team über mehrere Medaillen freuen. Juliane Wolf und Thomas Schmidt-Berger erreichten jeweils das Halbfinale in ihren Tischtenniswettbewerben und haben somit Bronze sicher. Bronze ersprintete sich auch Leichtathletin Irmgard Bensusan über 200 Meter. Besonders spannend machte es Schütze Natascha Hiltrop. Sie konnte sich die Goldmedaille im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber sichern. Und das erst mit der letzten Patrone. Die Schultasche ist nach Wochen aus der Ecke hervorgekramt und der Wecker klingelt einen frühmorgens aus dem Schlaf. Untrügliche Zeichen, die Schule geht wieder los. In einigen Bundesländern gerade diese Woche.
Passend dazu gibt es Erkenntnisse zu den gewaltigen Qualitätsunterschieden beim Unterricht zwischen den Bundesländern. Das größte Problem allerdings, das die Studie der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft benennt, Kinder aus bildungsfernen Familien und mit schlechten Deutschkenntnissen werden nicht ausreichend integriert. Was könnte da helfen, wenn zu wenige Lehrkräfte sich ja nicht verdoppeln und verdreifachen können? Julia Wackett hat sich mal angeschaut, was eine künstliche Intelligenz bei der Nachhilfe schon so drauf hat. Für die 16-jährige Lia geht es heute um Ableitungen. Mathe-Nachhilfe steht an. Aber nicht bei einem Nachhilfelehrer, sondern mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz mit dem Namen Kira. Heißt, Foto der Aufgabe machen, eine einfache Anweisung geben und schon folgt die Erklärung der KI. Jetzt bekomme ich die Aufgabe aber nicht vorgerechnet mit genau den Zahlen, sondern Kira erklärt mir, wie ich rechnen soll, aber mit einem anderen Beispiel, also mit anderen Zahlen. Für die Elftklässlerin ist der Vorteil klar. Sie kann immer lernen, wann und wo sie will. Mit einem Lehrer ist das immer beschränkt auf einen Zeitraum, da jeder seinen eigenen Stresspegel hat. Und mit der künstlichen Intelligenz bin ich dann gar nicht dran gebunden und kann einfach frei, wann ich gerade Zeit habe, meine Aufgaben erledigen. Die Lernassistentin nutzt ChatGPT und wird mit den Inhalten der Schülerhilfe gefüttert. In ein paar Monaten soll Kira dann auch eine Stimme bekommen, um noch besser zu erklären, wie in diesem Werbevideo zu sehen. Ich helfe dir als Ergänzung zum Nachhilfeunterricht, den Lernstoff besser zu verstehen und beantworte dir rund um die Uhr alle Fragen zu Mathe, Deutsch und Englisch. Das Geschäft mit der Nachhilfe boomt. Seit Corona ist die Nachfrage stetig gestiegen. Das treibt die Preise. Lias Nachhilfe kostet rund 130 Euro für 6 Stunden im Monat. Die künstliche Intelligenz schafft neue Geschäftsmodelle. Wir haben in der Marktforschung festgestellt, dass 85% der Eltern eine KI zusätzlich zur Nachhilfe sinnvoll finden. Aus dem Grund haben wir die KI entwickelt und bieten das unseren Kunden für 10 Euro mehr zusätzlich im Monat an. Kleinere Anbieter wie das Nachhilfebüro von Desiree Holländer setzen weiterhin auf Einzelunterricht in Präsenz. Hier kostet die Stunde 56 Euro. KI als Ergänzung findet auch sie gut, allerdings mit Einschränkungen. Natürlich muss man auch die Kompetenz entwickeln, auch zu verstehen, ist das, was denn ausgespuckt wird vom System, ist das dann auch korrekt? Und in welcher Detailebene ist es denn korrekt und ab wann wird es eventuell auch inkorrekt? Und ich glaube, das ist eher das, was die Kids heutzutage lernen müssen. Also einerseits, wie erstelle ich diese Eingaben bei ChatGPT zum Beispiel, aber dann auch wiederum, wenn der Output kommt, stimmt das Ganze oder eben nicht. Von den vielen Defiziten im Schulsystem, vor allem dem Lehrermangel, profitieren alle Nachhilfeanbieter. Am allerliebsten wäre es mir, wenn es uns gar nicht mehr geben müsste. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fände es eigentlich ganz schön, wenn die Schulen das selber stemmen könnten. Aber wir wissen halt, es ist halt ein systemisches Problem. Experten klagen schon lange, das Bildungssystem sei unterfinanziert. Ganz ohne Nachhilfe, ob mit KI oder ohne, wird es deshalb für viele Schüler in naher Zukunft wohl nicht gehen. Wer wünscht sich das nicht? Ein würdevolles und selbstbestimmtes Leben. Wenn bloß das Alter nicht wäre, das vielen von uns in Sachen Würde und Selbstbestimmung irgendwann einen bösen Streich spielen möchte. Dann gilt für viele das Pflegeheim als Endstation. Dass das Leben dort aber trotzdem würdevoll und selbstbestimmt sein kann, zeigt auch ein Modellprojekt in Baden-Württemberg. Julia Henninger war mittendrin in Wiehl am Kaiserstuhl, wo ein Pflegeheim einen ganz neuen Weg eingeschlagen hat, der nicht nur günstiger, sondern auch deutlich persönlicher ist. Brutzeln, schälen und schnippeln. Es erinnert eher an eine Wohngemeinschaft als an ein Pflegeheim, denn die Bewohnerinnen und Bewohner kochen jeden Tag selbst. Annalina Spittler ist seit einem Jahr hier. Sie schält ungern rohe Kartoffeln. Karotten sind ihr am liebsten. Ich schäle mitgebracht von daheim. Ich weiß nicht wieso. Aber na, wirklich Geld wert. Das Kochen ist Training für die Finger und den Geist. Und sie können das machen, was sie früher zu Hause auch gemacht haben. Ich habe 3 Kinder gehabt. Da habe ich Kuchen gegessen. Und das ist wichtig, eine Aufgabe zu haben, ja, oder? Ja, doch, das ist schon wichtig. Durch das, weil wir ja selber kochen, dann fühlt man sich irgendwie heimischer. Wenn man keine Lust hat, dann sagt man halt, nein, jetzt habe ich mal keine Lust zum Schaffen. So wie Heinrich Meyer. Er schaut lieber zu. Schau, die Frau, die arbeitet doch so gut. Soll ich mich da auch noch mit einmischen? Nein, das ist... Aber Sie sitzen trotzdem dabei. Ja, einer muss ja gucken. Ja, das ist ein seelischer Ausgleich.
bis ich nur allein hocke in einem Zimmer und nur so stur vor sich hinschaue, das war nichts für mich. Nicht jeden Tag sind die Gedanken bei allen gleich sortiert. Aber es geht darum, selbstständig zu bleiben, im Mitmachheim, wie sie es hier nennen. Elena Kaufmann erzählt, es gäbe 4 Wohngruppen hier, alle mit eigener Wohnküche. Jeweils 14 Personen sind in einer Gruppe. Wir haben wirklich Bewohner, die kommen, die haben keine Lust mehr zu leben. Die blühen auf, die genießen das Leben. Und ich glaube, dass das auch viel ausmacht, wenn die Bewohner entspannt sind, dass auch die Pflegekräfte nicht am Limit sind. Wichtig sind auch die Angehörigen. Wer kann und will, hilft mit. Für Sabine Schwer war es ein großer Schritt, die Mutter ins Heim zu geben. Dass sie jetzt mitwirken kann, sieht, dass es ihrer Mutter gut geht, macht es leichter. Ich habe hier eine Pflege vorgefunden, so wie ich sie mir wünsche für meine Mutter. So wünsche ich sie für mich, wenn ich mal irgendwie pflegebedürftig sein sollte. Es ist kein Daheim, das weiß ich, aber es ist ein Zuhause. Gabriele Iber besucht ihre Tante regelmäßig. Heute hat sie frische Wäsche und Handtücher mitgebracht. Ich finde es auch super, dass man hier sich ein bisschen einbringen kann. Das ist ja nur von Vorteil. Warum? Senkt die Kosten zum Beispiel. Wie viel sparen Sie da? Zwischen 300 und 400 Euro. 300 und 400 Euro im Monat sparen durch Mitarbeiten. Das ist die eine Seite. Von der anderen erzählt uns Geschäftsführer Kaspar Pfister. Sein Heim sei eine Mischform aus stationärer und ambulanter Pflege. Es gäbe Stammpersonal, das rund um die Uhr da sei. Zusätzlich komme der ambulante Pflegedienst. Durch diese Mischform wird es günstiger für die Bewohnerinnen und Bewohner. Insgesamt könnten das bis zu 1.000 Euro sein. Doch wir sind ein Modellstatus, einmalig in ganz Deutschland. Und jetzt geht es darum, dass das, was sich hier in 8 Jahren bewährt hat, im Gesetz verankert wird, sodass das eigentlich als Regelleistung überall in Deutschland möglich wird, von jedem Träger, der das möchte. Das Gesetz dazu ist weit weg von hier in Berlin in Arbeit. Bis Ende des Jahres dürfen Sie das Heim noch als Modellprojekt leiten. Wie es danach weitergeht, ist noch unklar. Es ist Nachmittag geworden und die Wohngruppe backt wie jeden Tag frischen Kuchen. Und einer will jetzt doch auch mitmachen, Heinrich Meyer. Und beim Backen haben Sie mehr Spaß? Ich hoffe's. Hier scheint jeder seinen Platz gefunden zu haben. Schön. Thomas Ranft hat auch längst seinen Platz gefunden, und zwar den an der Wetterkarte. Thomas, wie geht's morgen weiter? Ja, da ist, also es gibt deutliche Unterschiede, je nachdem, wo man sich befindet. Wir hatten ja heute schon, wenn man sich mal das Satellitenbild anhört, die Situation, dass im Osten sehr viel Sonne schien und Cottbus beispielsweise schon gut 34 Grad erreicht hat, während es andernorts diese Quellung gab, über den Bergen. Ja, also da muss die Luft aufwärts und dann können diese Quellwolken entstehen, wo sich einige Schauer entwickelt haben. Das hier wird interessant, das ist noch über Frankreich gewesen. Das kommt zu uns und das bringt dem Westen Regen. Aber ganz so weit ist es noch nicht. Erstmal schauen wir uns noch an, was sich tatsächlich denn an Regengüssen entwickelte. Man sieht, die sind wirklich sehr kleinräumig. Und da hat es kleinräumig eben auch ganz ordentliche Regenmengen gegeben. Hier sieht man jetzt so zum Abend hin, das nähert sich. Das ist ein größeres Regenpaket. Da reden wir gleich drüber. Erstmal schauen wir, was da heute schon so gefallen ist. Werte über 30 Liter. In Schwarzenberg beispielsweise, in Sachsen oder Gollhofen, das ist in Bayern, oder an Richtung Ostsee, in Richtung Ostsee Schönhagen. So, und jetzt schauen wir in die Zukunft. Das, was wir da im Radar gesehen haben, das bewegt sich in unsere Richtung. Die Bewegungsrichtung ist aber eigentlich von Süd nach Nord. Das sind Schauer und Gewitter, die sich im Laufe der Nacht und dann insbesondere morgen allmählich ausbreiten. Und mit Entwicklung des Tages wird es immer kräftiger. Das heißt, das wird intensiv regnen. Das kann Unwetterpotenzial haben. Schauer, Gewitter, intensiver Regen. Allerdings bekommt man im Osten davon nichts mit. Da scheint den ganzen Tag über die Sonne und es ist heiß. Frühtemperaturen noch relativ einheitlich zwischen 16 und 20 Grad meistens und die 20 in Berlin. Das ist eine tropische Nacht. Tagsüber dann 35 in Cottbus. Vermutlich gab es in 133 Jahren noch nicht einmal so spät eine so hohe Temperatur, viel kühler dagegen der Westen. Und die weiteren Aussichten, es ist gerade im Norden heiß und sonnig, nach Südwesten auch in den nächsten Tagen noch einigermaßen wechselhaft.
Ja, darüber haben wir uns hier auch noch lange zu unterhalten, über diese Aussichten. Vielen Dank, Thomas Ranft. Wir machen aber erstmal Schluss für heute Abend. Jetzt folgt gleich im Ersten hier eine Dokumentation. Und daran geht Sebastian Bellwinkel der Frage nach, wie schwerwiegend das Problem mit Rassismus in der Polizei tatsächlich ist. Uns gibt es dann morgen wieder um 22.15 Uhr. Würden uns sehr freuen, wenn Sie dabei sind. Bis dahin. Tschüss.